20-jähriges Jubiläum feierte das berufliche Schulzentrum Konrad Zuse am Mittwoch in Hoyerswerda. Leiter Wolfgang Gössel blickte auf die Anfänge der Einrichtung zurück und im Anschluss konnten sich die Schüler an verschiedenen Stationen vergnügen. Beim Büchsenwerfen versuchten viele ihr Glück, beim Riesenmikado musste man Geschicklichkeit beweisen und eine Tombola gab es auch. Für das leibliche Wohl wurden Schwein vom Spieß und andere Leckereien angeboten. Die Planung des Schulfestes begann übrigens schon vor anderthalb Jahren, bei der alle Schüler fleißig mit anpackten.